You gotta hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. Hallihallo. Ja, heute gibt es ein, wie nenne ich es, ein Vlog, ein Ankündigungsvideo, ein Einführungsvideo. Ich weiß es noch nicht, ihr werdet es aber dann im Titel gesehen haben. Ich habe mir was überlegt. Das Ganze spukt seit längerem in meinem Kopf rum. Ich habe aber jetzt erst den Entschluss gefasst dazu, diese Videoreihe zu starten, was einen bestimmten Grund hat. Ich muss sagen, dieses Einführungsvideo, was ich jetzt hier gerade drehe, ist eine eher spontane Geschichte. Dass ich das wirklich drehe, habe ich heute erst entschieden, von daher bin ich ein bisschen unvorbereitet. Aber ich denke, ich erzähle euch erstmal, worum es geht und wie ich dazu gekommen bin. Und zwar möchte ich hiermit sowas starten, was ich so ungefähr Writing Diary nennen werde. Ich habe, glaube ich, schon öfters mal in Videos erzählt, dass ich halt auch selber schreibe. Ich lese nicht nur, ich schreibe auch selbst Geschichten, mache das aber nur so bisher für mich. Ich habe auch noch nie irgendwie was großartig an einen Verlag geschickt und ich versuche das irgendwie selbst über Amazon zu veröffentlichen oder so. Ich schreibe echt nur so für mich selbst im Moment noch. Da kann mal was anderes draus werden, aber im Moment ist es halt nur so ein Hobby, wo ich mich auch nicht unter Druck setze, sondern das immer nur so mache, wenn ich halt Lust drauf habe. Ich habe aber vor längerem schon überlegt, dass ich dazu mal irgendwie eine Videoreihe machen möchte, weil mir öfters auch dazu Fragen gestellt werden, hier unter Videos, wenn ich das mal erwähne, oder auch über Instagram, weil ich da auch schon mal Fotos gepostet hatte und ich dachte, vielleicht interessiert euch das ja. Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn doch, ja, vielleicht habt ihr Lust, diese Videos zu gucken. Und ich habe dann lange überlegt, wie ich das am besten mache, was ich so am besten erzähle, was ich euch am besten zeige, wie ich euch am besten an dem Ganzen teilhaben lasse. Und dann ist es aber so, dass jetzt im November ja der National Novel Writing Month ist. Den gibt es ja jedes Jahr. Im November geht es darum, dass man versucht, in diesen 30 Tagen so viel wie möglich zu schreiben. Ich glaube, das Ziel sind 50.000 Wörter, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist das jedes Jahr im November. Und ich dachte, das wäre doch der, ja, der perfekte Moment, mit dieser Videoreihe zu starten. Ich dachte mir das jetzt so, dass ich euch ein bisschen was erzähle, was ich so schreibe in diesem Monat. Und dann jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich irgendwie was mache, was mit dem Schreiben zu tun hat, drehe ich ein kleines Update und schneide das dann zu einzelnen Videos zusammen. Also, dass es zum Beispiel einmal pro Woche oder alle zwei Wochen so ein Video gibt. Und ja, das ist so erstmal der Grundgedanke. Ich werde bei diesem National Novel Writing Month insofern mitmachen, dass ich versuche, im November so viel wie möglich zu schreiben. Ich werde mir aber nicht diese Grenze von 50.000 Wörtern setzen als Ziel. Ich schreibe wirklich schon seit ich 12 bin, intensiv könnte man sagen. Und habe aber in den letzten Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe, vor allem wenig Zeit dafür gefunden, weil ich jemand bin, ich brauche auch so eine innere Ruhe einfach, um zu schreiben. Ich muss wirklich tiefenentspannt sein im Prinzip. Und dann kann ich aber auch wirklich die ganze Nacht durchschreiben. Das ist bei mir einfach so. Und da war in den letzten drei Jahren wirklich wenig Zeit zu. Ich habe zwar geschrieben, aber echt wenig. Jetzt im Moment habe ich aber die Zeit wieder und fange da wieder mehr mit an und deswegen passt es jetzt einfach auch gut. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme mir halt vor, im November wirklich so viel wie möglich Zeit zum Schreiben zu verwenden, aber wie gesagt ohne diese Grenze von 50.000 Wörtern. Und ja, ich dachte, wie gesagt, ich begleite das Ganze mit der Kamera, erzähle euch, wie viel ich so geschafft habe, wie es so vorangeht, wie ich das grundsätzlich mache, also wie ich mir was notiere, halt diesen ganzen Prozess, dass ich das alles mit der Kamera ein bisschen festhalte und vielleicht interessiert euch das ja, da ich da schon Fragen zugekriegt habe, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das euch interessiert. Und ja, das ist so der grobe Plan. Wie gesagt, gerade alles ein bisschen spontan. Ich denke, ich erzähle euch noch kurz was zu dem, was ich gerade schreibe. Ich schreibe schon seit längerem an einer Trilogie. Da geht es um vier Mädchen, die nach einem Unfall auf einer Insel stranden. Diese Insel birgt aber ein paar Geheimnisse. Mehr möchte ich hier nicht sagen. Ich glaube, das versteht ihr, weil das ist so mein Projekt und ich will nicht, dass das irgendwie
in falsche Hände gerät. Man weiß ja nie, wer das hier guckt. So, ne? YouTube ist ja für alle öffentlich zugänglich. Von daher, ja, verrate ich da jetzt inhaltlich nicht mehr zu. Ich weiß, dass das ein bisschen abgedroschen und klischeehaft und altbekannt klingt, aber ich habe mich bemüht, in diese Geschichte so meine eigenen Elemente reinzubringen, um da doch was Eigenes draus zu machen. Und das ist ein Projekt, das mich sehr lange begleitet und mittlerweile bin ich bei Teil 3 angekommen. Schreibe Teil 3 schon so ein bisschen seit, wann habe ich damit angefangen? Ist noch nicht so lange her. Ich habe lange damit verbracht, Notizen mir für den dritten Teil aufzuschreiben und vor ein paar Monaten habe ich auch das erste Kapitel geschrieben. Also ich fange jetzt kein komplett neues Projekt an mit diesen Videos, sondern führe was fort, wo ich eh schon dran arbeite. Ich glaube, ich habe bisher aber wirklich nur 20, 30 Seiten geschrieben. Also es ist echt nicht viel, von daher seid ihr noch ziemlich früh mit dabei. Und ja, da will ich jetzt einfach weiterschreiben. Ich muss sagen, ich habe das Buch noch nicht bis zum Ende durchgeplant. Bei mir läuft das parallel, Planung und Schreiben. Von daher habe ich die ersten Kapitel schon geschrieben, habe aber das Buch insgesamt nur bis zur Hälfte, glaube ich, geplant bisher. Ich weiß aber im Prinzip, wie es ausgehen soll. Ich weiß nur noch nicht 100%, wie ich da hinkommen soll. Das entwickelt sich bei mir eigentlich alles immer beim Schreiben, war bisher zumindest immer so. Und ja, ich will versuchen, im November so weit wie möglich zu kommen und will das diese ganze Trilogie halt dann auch bald beenden, um mich wieder anderen Geschichten widmen zu können. Ja, das ist so grob der Plan. Ich hoffe, ihr habt Lust auf diese Videos. Das ist ja mal ein bisschen was anderes. Diesmal geht es nicht ums Lesen, es geht ums Schreiben. Ich hoffe wirklich, dass euch das interessiert und ihr aber Spaß habt beim Zugucken. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht ganz genau hundertprozentig, wie ich diese Videos gestalten werde. Wenn ihr also irgendwelche Themenwünsche habt, irgendwelche Anregungen, irgendwelche Ideen, immer her damit. Ich bin dafür alles offen und gucke, wie ich es umsetzen kann. Was ich an dieser Stelle noch sagen möchte, mich hatte auch mal irgendjemand gefragt, ob ich denn nicht mal was von mir Geschriebenes vorlesen kann. Und da hatte ich geantwortet, doch, das kann ich mir vorstellen. Und ich habe das immer noch im Hinterkopf. Ich weiß, dass ich es noch nicht gemacht habe. Es hat aber auch einen Grund. Ich weiß im Prinzip schon, was ich euch vorlesen würde. Ich weiß auch, wie ich es machen will. Ich will mich einfach nicht nur hier hinsetzen und vorlesen. Finde ich mega langweilig. Von daher habe ich mir da was überlegt, was ich machen will, wie ich das umsetzen will. Das ist aber eine Sache, die wirklich sehr aufwendig ist und sehr viel Zeit brauchen wird. Jetzt könnte man sagen, ich könnte mir auch was Einfacheres ausdenken, dann habe ich das Problem nicht. Aber ich würde das gerne so machen, nur das dauert halt und dafür brauche ich die richtige Jahreszeit, sage ich mal. Ich brauche die Zeit dafür und von daher habe ich das bisher noch nicht in die Tat umgesetzt. Aber ich habe das immer im Hinterkopf und irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, ich hoffe nächstes Jahr, wenn es so Frühling wird, wird der Zeitpunkt dafür kommen und dann mache ich das auch mal. Und ja, das war's so im Prinzip. Das war jetzt der einführende Clip. Und ich denke, das erste Video wird es Mitte des Monats geben, weil ich jetzt in der ersten Woche ist ja das 7-Tage-Lesen, da werde ich überwiegend lesen und noch nicht so viel schreiben. Von daher wird es dann erst in der zweiten Woche bei mir richtig losgehen mit dem Schreiben und ja, ich denke, so nach einer Woche wird genug Material für das erste kleine Video da sein. Und ja, das war's an dieser Stelle. Schreibt mir gern, was ihr von dieser Idee haltet, wie gesagt, Themenwünsche und so weiter. Ich bin gespannt, was das Ganze so geben wird und freue mich auf jeden Fall drauf zu schreiben, weil es juckt mich schon seit längerem wieder in den Fingern. Ich habe jetzt zwischen Ausbildung und Studium wieder öfters Tage gehabt, wo ich viel geschrieben habe und viel geplant habe. Jetzt, wo das Studium angefangen hat in den letzten 2, 3 Wochen, bin ich leider nicht so dazu gekommen, weil ich einfach so viel im Kopf hatte, weil ja so viel Neues auch einfach ist. Aber so langsam pendelt sich das alles ein und ich habe wieder die Zeit dazu und es kribbelt mir wirklich in den Fingern. Jeden Tag sitze ich zu Hause und denke, wenn du nachher ein bisschen Zeit hast, dann schreibst du ein bisschen was. Und ja, ich habe auch immer das Dokument am PC geöffnet und so. Von daher, ja, ich freue mich sehr drauf. Hoffe, ihr tut es auch. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Heute Abend, vergesst es nicht, ist Halloween. Da kommt das Special auf Jennys Kanal, Jenny von Regenbogengarten. Ich verlinke euch das unten. Guckt da auf jeden Fall vorbei, es wird richtig cool. Und um Mitternacht findet ihr auch auf meinem Kanal ein Video dazu. Und ja, ansonsten war es das jetzt wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und ja, hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. You gotta hold on to what you're feeling, that feeling.